Sorry. Vielen Dank zusammen. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir tragen uns in der Tat seit längerem mit dem Thema Überversorgung in der Intensivmedizin und wollen Ihnen das näher bringen heute in vier kurzen Darstellungen. Und danach wird jeweils etwa eine Viertelstunde Zeit sein, diese Kurzvorträge zu diskutieren. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal denken wir, dass dem roten Pfeil folgend viel auch viel hilft. Scheut Prospekte nicht und nicht Maschinen. Und dass also viel Therapie oder viel Technik auch die Qualität unseres Handelns verbessern würde. Nicht selten aber geht es wie in dem hellen Pfeil dargestellt. Je näher wir auch hineinstopfen, der Patient wird trotzdem kränker. Und das sind nicht Einzelfälle, weswegen wir uns gefragt haben, gibt es denn Gründe und nachher auch Möglichkeiten, Überversorgung zu vermeiden oder zu verringern? Dazu müssen wir uns aber erstmal darüber klar werden, was Überversorgung eigentlich ist. Der Versorgungsumfang in der Intensivmedizin, nicht nur dort, aber dort auch, muss zunächst entsprechend der Indikation und dem Patientenwillen und Patientenwunsch erfolgen. Das ist bei uns seit einigen Jahren auch verrechtlicht. Er muss also erfolgen entsprechend der Sinnhaftigkeit oder auch der Angemessenheit. Das heißt, sinnvolle medizinische Optionen müssen zusammengeführt werden mit dem Wunsch oder dem Willen des Patienten oder seines gesetzlichen Stellvertreters. Zugleich obliegt uns auch jedenfalls im Prinzip die Beachtung der sozialgesetzlichen Vorgaben, nach denen unsere Bemühungen eben ausreichend sein müssen, zielführend und wirtschaftlich. Das Wort ausreichend heißt nicht optimal und das heißt schon gar nicht über Gebühr. Begrifflich ist Sinnhaftigkeit oder auch Angemessenheit nicht so ganz einfach zu fassen. Ich verweise auf die Quelle, die ich unten angegeben habe. Und wenn wir bei den alten Brüdern Grimm mal nachschauen, dann steht da sehr treffend, wie ich finde, Angemessenheit ist die Beschaffenheit hier einer therapeutischen Maßnahme, nicht mehr, auch nicht weniger als der Gegenstand erfordert zu enthalten. Nicht weniger natürlich, aber eben auch nicht mehr. Daraus folgt unserer Überzeugung nach, dass eine nicht angemessene, übermäßige Versorgung dann vorliegt, wenn die Behandlungsmaßnahmen zu keiner bedeutsamen Verbesserung der Lebensdauer oder der Lebensqualität führen, wenn die Behandlungsmaßnahmen mehr Schaden als Nutzen verursachen oder wenn die Behandlungsmaßnahmen vom Patienten nicht gewollt werden, oder im Verlauf der Behandlung nicht mehr gewollt werden. Und die Frage der Lebensqualität ist eine, die prinzipiell der Patient zu bestimmen hat, nicht wir. Wenn wir das so anmarkern, müssen wir offensichtlich auch ausreichend Grund haben zu glauben, dass das nicht Einzelfälle wären. In der Tat beschreibt die OECD in ihrer Veröffentlichung Tackling Wasteful Spending on Health, dass in den Mitgliedsländern etwa 20%, also ein Fünftel der Gesundheitsausgaben, für Leistungen verwendet werden, die keinen oder nur einen marginalen Beitrag für bessere Gesundheitsergebnisse leisten. In anderen Veröffentlichungen
zum Beispiel von Grote Westrick und Vollbracht, finden sich Hinweise darauf, dass zum Beispiel in der Intensivmedizin in den letzten 7 Lebenstagen der Patienten in noch sehr vielen Fällen eine Reanimation stattfindet oder sogar der Beginn einer Dialysebehandlung. Um das aus Sicht von Ärzten und Pflegern zu bewerten, gibt es die Dyspropicus Study, die im Jahr 2018 veröffentlicht worden ist, wo bei 2.992 Ärzten und Pflegern auf Intensivstationen in 68 Ländern nachgefragt wurde, ob sie denn in der Behandlung ihrer jeweiligen Patienten eine excessive care im Sinne einer Übertherapie finden. Und in immerhin 10% der dann so 1761 bewerteten Patienten haben mindestens 2 der Behandler, also Ärzte oder Pflegekräfte, gesagt, dass die entsprechende Behandlung bei diesen Patienten excessive sei. 10% ist eine hohe Zahl. Das bedeutet ja, wenn wir das übertragen wollten, dass jeder 10. Patient übermäßig behandelt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt können Sie sagen, naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Beziehungsweise, das machen wir dann halt, weil wir ja sozusagen keine Knappheit haben. Wir haben, das hat Professor Janssen schon gesagt, an diesem Paper schon gearbeitet, bevor die Pandemie uns erreichte und dass wir in der Tat zu Knappheitssituationen kommen und auch schon kamen, ist, glaube ich, allen deutlich geworden. Übertherapie hat erhebliche negative Folgen. Es kann führen zu Belastungen für die betroffenen Patienten, ihre Familien und die Behandlungsteams. Insbesondere dadurch, dass die Patienten unnötig leiden und dass möglicherweise die Hinterbliebenen eine erschwerte und sehr lange Trauersituation haben. Übertherapie führt insbesondere beim Behandlungsteam zu Moral Distress, trägt bei zu Burnout und insbesondere auch zu Personalabwanderung. Schließlich und endlich ist jede Übertherapie ein vermeidbarer Ressourcenverbrauch und erhöht die Opportunitätskosten. Davon ganz abgesehen trägt es nicht zum Vertrauen in das Gesundheitssystem bei, wenn klar wird, dass wir Übertherapie begreifen. Es ist also Übertherapie nicht ein Einzelfall. Es kommt häufig, viel zu häufig vor. Und es ist vor allen Dingen, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Kavaliersdelikt, sondern ein ernstzunehmendes, schädliches Phänomen, auch auf deutschen Intensivstationen. Und wir tragen als Ärzte eine besondere Verantwortung für das Zustandekommen von Übertherapie oder dessen unbedingt erforderliche Vermeidung. Ich danke für die Aufmerksamkeit.